Ist es da auch Namen im Angebot? Ja, ich nenne keine Namen. Nein, ich meine auch nicht. Das ist geheim. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte, wir waren ja vorhin in diesem Gemeinde gegenüber im Bundesverfassungsgericht. Wir haben erfahren, dass es nicht förderlich ist für die Arbeitsaufnahme und Motivation, wenn man einen Menschen 100% wegnimmt und die Wohnung und die Krankenversicherung. Zu einer Überraschung ist das nicht hilfreich, meine Arbeitsaufnahme. Das wurde erkannt. Ebenso hatte man schwere Bedenken bei den 60%. Da war dann die Rede davon, ja, eigentlich nicht und nicht als Regel, vielleicht in ganz schweren Fällen. Das werden wir also noch beobachten müssen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Hartz IV ist das Existenzminimum, aber 30% darf man kürzen, das ist in Ordnung, das hat wahrscheinlich in die Verfassung gibt das irgendwie her. Also das Existenzminimum kann ohne weiteres immer noch um 30% gekürzt werden. Ich bin versucht, das zu verstehen. Daher wollten wir das nicht nur schriftlich und mündlich, sondern wir wollten euch das auch mal szenisch vorzeigen, ausführen, was da gerade passiert ist. Ja? Und ihr lest schon auf meinem T-Shirt, meine Warnung dazu, von einem Existenzminimum, da ist jedes Prozent ein Verstoß und ein Schlag ins Gesicht des Grundgesetzes. So, und jetzt beginnen wir. Wir bitten um Aufmerksamkeit. Ich bin das Grundgesetz. Ich gebe den Menschen Brot und Rosen. Ich bin das Grundgesetz. Ich gebe den Menschen Brot und Rosen. Ich bin Justitia. Ich bin Justitia. Und nur ich bestimme, was hier geschieht. Und nur ich bestimme, was hier geschieht. Komm her, du Grundgesetz. Ich zeige dir, was den Menschen gebührt. Brot und Rosen? Das gebührt den Menschen. Noch eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn.
Vielen Dank.